so cool und crazy, so abgedreht und wild. Wenn ich gelangweilt bin, will ich am liebsten fort, einfach woanders hin. Wo finde ich diesen Ort, wo die Regel gilt? Sei du selbst, sei wild, wo was passiert, weil ich es wünsche und wo das Leben explodiert. Das Licht geht an, der Trubel steigert sich, die Welt macht Party für mich. Nichts tut mir leid, nicht Raum, nicht Zeit, ich bin bereit. Reif für die Wayside, reif für die Wayside. Das Licht geht an, der Trubel steigert sich, die Welt macht Party für mich. Nichts tut mir leid, nicht Raum, nicht Zeit, ich bin bereit. John. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was gibt es denn? 31, 32, hey, Mr. K, Ihr bestellter Intelligenztest ist da. 37. Hä? Er ist da! Endlich kann ich beweisen, dass ich ein Genie bin. Louis, Sie können gehen. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Schauen wir mal. Der Super-IQ-Computer. Nett. Und der Super-IQ-Test. Gut, dann mal Butter bei die Fische. Ja, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Na schön, es geht los. Frage Nummer 1. Die allererste Frage. Damit fängt es an. Ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab's. Die, wie sie auch heißen, in Mrs. Jules Klasse haben gerade Wissenschaftswoche. Da kann ich mir sicher ein paar tolle Ideen abgucken. Erblickt die heiße Lava, wie sie sich langsam einen zerstörerischen Weg den Vulkan hinunterbahnt. Sehr gut gemacht, John. Mann, nie klappt es so, wie ich es mir vorstelle. Halb so wild, John. Du und dein Vulkan stehen einfach nur auf dem Kopf. Das ist doch nicht so schlimm. Erzähl das mal meiner Familie. Wir haben das Problem schon seit Ewigkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass es mit jeder Generation schlimmer wird. Mein Wissenschaftsprojekt hat nicht geklappt. Was soll ich jetzt nur tun? Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Wer es findet, behält's. Ich wette, man kann mit deinem Geld sicher gutes Geld verdienen. Myron, lass das. Das gehört John, verstanden? Ihr seid nett, aber es ist wohl sinnlos. Ich bin einfach ein kopfstehender Versager. Er ist ein kopfstehendes Genie. Das ist der beste Vulkan-Ketchup-Spender, den ich je gesehen habe. Genau so eine kopfstehende Idee habe ich gebraucht, um in mir das Genie zu erwecken. Ich kann noch nicht mal richtig heulen. Unsinn, heulen kann jeder. Und wir helfen dir dabei, richtig? Richtig. Sei unbesorgt, John. Ich habe schon einen perfekten Plan, wie du richtig rumstehen kannst. Es kommt auf den Hebel an. Im Grunde ist es eine simple Gleichung. Arbeit gleich Kraft mal Weg. Bitteschön. So viel zu meiner Idee. Weiß noch einer Rat? Ist auf dem Weg. Oder besser auf dem Anflug. Nicht doch. Du hast es geschafft. Ist doch cool. Das hat keinen Zweck. Nichts auf der Welt kann es schaffen, dass ich richtig herumstehe. Wer es findet, behält's. Ich nenne es Magnet am Stock. So muss ich mich nicht mehr nach vorne beugen, wenn ich das Zeug aufheben will. Das ist es, Myron. Du bist brillant. Ja, ich weiß. Hey, wo ist denn nur meine Brille? Hilfe! Zu Hilfe! Jetzt wird mir alles glasklar. Der Grund, weshalb ich keine Antworten geben konnte, war, dass die guten Ideen in meinen Füßen steckten. Aber nun
sind sie in meinen Kopf gerutscht. Fangen wir den Intelligenztest an. Frage Nummer 2. Ein Metallhelm? Wie soll dich der Riesenelektromagnet sonst hochheben? Kralowski, bring ich euch hier Pilzmuffins. Ist gut? Mauricia, Dana, legt sie auf Johns Füße, um sie zu beschweren. Alles klar. Okay. Au! Was? Du sagst wow? Nein, ich sagte au! Wow, au! Reißt das Gleiche in mein Heimatland. Ich gehe und mache mehr. Au, wow, 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 au, wow. Es funktioniert! Sag schon, wie fühlst du dich, John? Sag schon, wie fühlst du dich, John? Blut fließt in meine Füße. Wow, au! Was? Ich war erst letzte Woche beim Kieferorthopäden. Wow. Wow. Die ist knifflig, wenn Mary drei Äpfel hat und ein Zug um 3 Uhr aus Chicago abfährt. Chicago, wer denkt sich denn sowas aus? Hey, komm wieder zurück! Ich bin noch nicht fertig mit dem Test! Wasch, wenn drei Äpfel mit dem Zug von Chicago. Cool, wer's findet, behält's. Das war ein richtiger Reinfall. Schön, fangen wir wieder bei Null an. Haben wir denn überhaupt noch Ideen? Aber sicher, ich habe noch einige im Ärmel. Das ist wunderbar. Danke, Todd. Ach, bedank dich nicht bei mir, John. Bedank dich bei Miss Mushs Tagesgericht. Völlig ungenießbar, aber ein fantastischer Superkleber. Pause! Juhu! Yeah! Juhu! Geht es dir auch gut, John? Ja, schon. Danke für eure Versuche. Aber mich kann man einfach nicht umdrehen. Also vergesst es. Mir kann man nicht helfen. Vielleicht hat John ja recht. Ach, Todd, vielleicht fehlt dir nur der richtige Blickwinkel. Das ist es, Myron. Vielleicht fehlt uns allen nur der richtige Blickwinkel. Schönen guten Morgen, liebe Klasse. Anscheinend haben wir neue Schüler hier. Das ist nicht mein Gesicht, Mrs. Jules. Was, nicht? Ja, du hast recht. Dankeschön, Mrs. Jules. Und Dana, geht es dir auch sicher gut? Helgoland, sagen Sie mal, 1890! Sie ist es nur nicht gewöhnt, so lange auf dem Kopf zu stehen. Seifenkisten rennt, der Vertrag von Tordesillas. Oh, ihr ganzes Wissen scheint auszulaufen. Es ist aber für einen guten Zweck. Wir wollen John helfen. Was stimmt denn nicht mit John? Kennen Sie nicht die Probleme seiner Familie, weil alle kopfüber stehen? Probleme? Also nein, da habe ich was anderes gehört. Man sagt, einer hätte das Feuer erfunden. Ein anderer soll die Unterwäsche erfunden haben. Und dann hat sein Urgroßvater eine der bedeutendsten Erfindungen gemacht. Das explodierende Reagenzglas. Ihr seht also, kopfüberstehen ist alles in allem gar nicht so schlecht. Setzt euch hin, Schüler. John präsentiert heute sein neues Wissenschaftsprojekt. Vielen Dank, Mrs. Jules. Eine geänderte Polarität sorgt dafür, dass Magnete Sachen anziehen oder abstoßen. Das geht sogar mit Menschen, wenn sie das Richtige tragen. Wer es findet, behält. Das gilt auch für diesen komischen Hut. Aua! Das funktioniert auch seitwärts. Oh! Ah! Und natürlich auch auf und ab. Spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, ihr seid damit zufrieden. Und das war mein Wissenschaftsprojekt. Das war ein wundervolles Experiment, John. 1+.
Danke, Mrs. Jules. Meine kopfüberstehenden Freunde haben geholfen. Moment mal bitte. Wir sind nicht kopfüber. Du bist der, der auf dem Kopf steht. Tja, wenn du das glaubst. Wartet mal kurz. Wenn John derjenige ist, der richtig rum ist, dann heißt das ja, dass wir alle kopfüberstehen. Louis, geschafft! Ich hab's geschafft! Ich bin fertig! Womit fertig, Mr. K? Ich hab den IQ-Test ausgefüllt. Ich kann gar nicht hinsehen. Sie müssen ihn für mich am Super-IQ-Computer auswerten. Ist eine leichte Übung. Und? Wie ist er ausgegangen? Wie gut war ich? Na, bin ich ein Genie? Wahnsinn, Mr. K. Sie haben 99%. Ja! 99%! Juhu! Ich bin der klügste Direktor an der Wayside. Ich hab's allen gezeigt, Louis. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. Wer ist hier das Genie? Das Genie verlässt jetzt das Gebäude. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. Hey, der Computer steht ja auf dem Kopf. 99%? 66%. Na, das glaube ich schon eher. Ich hab's allen gezeigt. Na, wer war's? Der Nächste! Jetzt bist du dran, Myron! Ja, wo ist denn Myron? Hey! Myron! Der Nächste! Hey, das ist unfair! Wer von euch, wie sie auch heißen, hat das getan? Was getan, Mr. Kidswater? Das! Das? Nein, das! Das getan? Nein, das! Ach, das! Da ist aber überhaupt nichts zu sehen. Ganz genau! Hast du eine Ahnung, was auf meinem leeren Schreibtisch liegen sollte? Nein. Das! Mein Schnipsgummiball! Oh, du süße, elastische Kugel. Dein Material ist nur Gummi, aber dein Herz ist schieres Gold. Ich habe dafür 6 Monate gebraucht. Ich wollte sie heute eigentlich auf dem großen Direktorentreffen zeigen. Kidswater, 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 Kidswater. Kitty, du bist der beste Direktor der ganzen Welt. Ich weiß. Aber ohne diesen Ball muss ich irgendwas erzählen über Erziehungs- und Schulwesenskram. Dann bin ich als Direktor ruiniert. Ruiniert! Ruiniert! Oh, das darf ich einfach nicht zulassen, Mr. K. Ich gebe es zu, ich war in Ihrem Büro. Aber es war nicht meine Schuld. Ich erkläre es Ihnen. Oh, da ist Myron! Ich ein Autogramm auf mein Stofftier? Na, wenn es sein muss. Oh, danke, Myron. Guten Tag, Mr. K. Oh, hilf mir, hilf mir. Ich brauche einen wichtigen, erfahrenen Mann, der auf meinen Schnipsgummiball aufpasst, während ich weg bin. Schön, Sie können sich auf mich verlassen, Mr. K. Was wäre ich nur ohne dich, Myron? Tja, das frage ich mich auch. Du bist jetzt sicher, du kleines, elastisches, rundes Ding. Hallo, Myron. Wetten, du kannst kein Schnipsgummi aus diesem Ball ziehen? Das könnte ich nie, weil ich geschworen habe, ihn zu beschützen. Komm schon. Fällt überhaupt nicht auf, wenn ein kleines Gummi fehlt. Nein, 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 nein. Also gut, wenn du Schiss hast, dann werde ich es eben selber machen. Nein! Coole Sache. Wie wär's, wenn du ihn wieder hältst? Hä? Es gibt nur eins, das ich bereue. Dass ich nicht mehr für dich tun konnte. Meine verehrte, geliebte Wayside.
So ist es im Großen und Ganzen passiert. Also ist nur dieses Mädchen schuld, willst du sagen? Tja, technisch gesehen bin ich den Heldentod gestorben, als der Ball explodierte. Und so konnte ich nichts Genaues sehen. Aber Dana ist an allem schuld. Oh, du steckst in großen Schwierigkeiten. Der Nächste! Oh nein, Mr. Kidswater. So ist es überhaupt nicht gewesen. Also, ich lief wie immer den Flur entlang. Oh, bitte, bitte, bitte. Darf ich auf Ihren Schnipsgummiball aufpassen, bitte? Klar, wenn du unbedingt willst, Mitchell. Yippie! Und mein Name ist Myron. Wenn du das sagst. Wahnsinn. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Myron, den Regeln zufolge darfst du ihn überhaupt nicht berühren. Wen berühren? Hey! Den hier. Ich muss dich und den Ball trennen, zu eurer eigenen Sicherheit. Aber ich spiele doch gerade damit. Nein! Wo soll ich ihn ablegen? Unter Erwi Rund? Oder unter Erwi Risikomaterial? Oder doch unter Erwi außer Reichweite? Jetzt hab ich's! Unter R für rundes Risikomaterial außer Reichweite. Mal sehen. A, B, C, D, E, F. Alles, was rollt, ist Gold! Mauricia? Also ist nur das Skatermädchen schuld, willst du sagen? Ja, ich bin absolut sicher, dass es Mauricias Schuld ist. Meine Schuld? Oh, nein, 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 nein. Verstehen Sie, so ist es in Wirklichkeit passiert. Zur Hilfe! Irgendjemand mit hervorragenden sportlichen Actionfähigkeiten, denn ich brauche extreme Hilfe! Extreme Hilfe rollt bereits an! Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie... Sie liebt mich. Ich muss Myron retten. Mauricia. Kann mich nicht bewegen. Ich ertrage es nicht, dich so leiden zu sehen. Also werde ich dich rächen. Also ist es seine Schuld, willst du sagen? Todd war emotional sehr verwirrt, mich leiden zu sehen. Er ist durchgedreht. Tja, so ist es nun mal, wenn Jungs sich verlieben. Damit wäre noch nicht erklärt, was mit dem Schnipsgummiball passiert ist. Was für ein Schnipsgummiball? Der Nächste! Was? Ich habe ihr Büro doch nicht zerstört. Ich habe es aufgeräumt. Das war so. Ich war in der Bonusrunde von Gib dem Ninjasaurus. Wirklich toll, Mauricia. Du hast mich gerade meiner Energie beraubt. Alles, was rollt, ist Gold. Das klang nach Schmerzen. Mauricia, was sollte denn das? Hilf mit, wir müssen das Büro aufräumen, bevor Mr. K wiederkommt. Das ist eine hervorragende Idee, wenn du mich fragst. Schnell aus dem Fenster! Ihr Büro war ordentlich, als ich es verließ. Ich weiß ehrlich nicht, wie das passiert ist. Und was ist dann damit? Ein Schnipsgummiball? Sie veräppeln mich. Ich habe bereits alle, wie sie auch heißen, befragt. Es ergibt nur alles keinen Sinn. Kuh, komm sofort rein! Ja, du! Schwing die Hufe! Mu, 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 mu. Myron, den Regeln zufolge darfst du ihn überhaupt nicht berühren. Wen berühren? Hey! Den hier. Ich muss dich und den Ball trennen. Zu eurer eigenen Sicherheit. Aber ich spiele doch gerade damit. Nein! Mal sehen. A, B, C? Zu Hilfe, irgendjemand! Mumu, 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 Mumu. Verstehe. Erzähl weiter. Ich höre. Mumu, 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 Mumu.
Oh, weia. Da kommt er. Schnell aus dem Fenster. Na, hallo, mein kleiner Freund. Schau mal, was ich für dich habe. Neue Kleidung. Hä? Mein Gummiball? Wer ist daran schuld? Ich bin daran schuld. Oh, also gut dann, Kuh, das wäre alles. Schön, dass du kurz hier warst. Wie konntet ihr es wagen, mich zu beschuldigen? Ich habe nicht dich beschuldigt, sondern Mauricia. Was? Das gilt nicht. Es war doch nur Myrans Schuld. Oh nein, ich würde für die Schule mein Leben geben. Naja, also fast. Ich bin unschuldig. Nun gut, nach einer profunden Befragung scheint es ihr alle seid schuldig. Was? Aber da ich als sehr netter und nachsichtiger Direktor bekannt bin, bin ich bereit, euch zu verzeihen. Dann ist Mr. Kay schuld. Oh, was? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Seien Sie unbesorgt, Mr. Kay. Jeder macht mal Fehler. Nein, nein, echt jetzt. Ihr vier seid ganz allein schuld. Nein, ich meine doch nicht euch vier. Ich meine vier andere. Ich meine, die anderen Direktoren verzeihen mir das nie, wenn ich ihnen nicht wenigstens irgendwas zeige. Hier, Mr. Kay. Ich habe es gemacht, während wir darauf gewartet haben, für was bestraft zu werden, was wir gar nicht getan haben. Für mich? Oh, danke dir, mein Freund. Tatsächlich? Nee, eigentlich nicht. Weg jetzt, husch, husch, bevor deinetwegen wieder alles drunter und drüber geht. Ach, was soll nur aus diesen Kindern werden? Lass uns reingehen und uns für das Direktorentreffen vorbereiten.